Hallo, willkommen! Meldet euch mal! Hey! Ho! Hey! Es ist 5 vor 12, das muss gefeiert werden. Herzlich willkommen und danke, dass ihr alle da seid. Ich will jetzt gar nicht so viel sagen. Ich bin ja praktisch der offizielle Anmelder der Mahnwache für die bunten Westen hier. Und es sollte alles so sein, dass jeder nach und nach, auch wenn er was sagen möchte, sagen kann. Wir haben einen Gast hier, Steve Hudson. Der erzählt auch gleich noch ein bisschen was. Und wer nicht gefilmt werden möchte, auch als Redner, der soll das bitte vorher sagen. Oder wer überhaupt ein Problem hat, gefilmt zu werden, der sollte das bitte den Menschen hier vorne sagen, damit es da keine Probleme gibt. Ne, wisst ihr Bescheid? Achso, eben sagen, oder? Also, gut. Also, ich hatte gerade Steve auch schon erzählt, Hannover ist ja ein besonderer Ort, weil hier wurde die Nachkriegs-SPD gegründet. Wow. Und das verpflichtet natürlich, das setzt uns hier unter Druck. Aber ich will nicht so viel erzählen. Steve, möchtest du was sagen? Okay, er bastelt noch ein bisschen, muss ich die Zeit noch ein bisschen überbrücken. Wie bin ich denn überhaupt zu verstehen? Geht das? Okay, gut. PA funktioniert. Test ist bestanden. Ja, ich wünsche jetzt auf alle Fälle jetzt schon mal hier allen anderen Städten, Hauptstädten, möchten wir jetzt erstmal begrüßen mit einem lauten Hallo! Hallo! Okay, jetzt geht's los. Ich hoffe, wir haben einen schönen Tag. Überzeugen viele Leute und tauscht euch aus, vernetzt euch, das ist ganz wichtig. Wir müssen uns untereinander vernetzen. Wir müssen das menschliche Internet werden. Egal, wer was irgendwie abschaltet oder sonst was. Wir müssen uns connecten und die anderen Leute mitnehmen, motivieren, kontakten. Wir machen uns nicht abhängig von irgendwelchen Strukturen. Wir lassen uns nicht kaputt machen von irgendwas. Setzt euch für eure Sache ein. Es ist eure Sache. Und von sonst niemanden. Macht sie zu eurer eigenen Sache. Das war schon. Synergie. So, danke, dass ihr alle hier seid, weil es ist der Beweis. Eine andere Welt ist möglich. Jahrelang hat man uns gesagt, eine andere Welt ist nicht möglich. Das ist alternativlos. Das war eine Lüge. Und dass wir heute hier sind, das ist der Beweis, dass wir aufstehen können, dass wir die Welt verändern können. Also erstmal an euch herzlichen Dank, dass ihr da seid. Also das Motto ist, wir sind viele, wir sind vielfältig und wir haben die Schnauze voll. Und wir beginnen jetzt, es ist 5 vor 12, es ist wirklich 5 vor 12. Es geht so nicht mehr weiter. Das Geld in Deutschland ist da. Das Geld ist da, nur es wird einfach nicht verteilt. Es kamen kürzlich die Zahlen raus. 26 Milliardäre in der ganzen Welt, die besitzen so viel wie die unterste Hälfte der Weltbevölkerung. Nur vor 2 Jahren, das waren so 85 Milliardäre. Mittlerweile sind es nur 26, in ein paar Jahren wird es so 10 sein, irgendwann wird es nur ein Mensch sein. Das geht nicht, das ist eine Katastrophe, das ist eine Ungerechtigkeitskrise, genau wie die Klimakrise. Und diese Krise müssen wir beenden. Und warum dann vielfältig? Na, weil die Gilets Jaunes, die sind in Frankreich, die Gelbwesten, aufgestanden, genau deswegen. Ne, man hat versucht, sie zu verleumden mit allen Dingen. Die werden anti-öko, die werden faschistisch, die werden rassistisch, die werden anti-Einwanderer oder homophob oder so. Ja? Lies mal, was die Gilets Jaunes sagen. Das stimmt einfach nicht. Es ist eine reine Verleumdung. Die sagen, wir stehen alle zusammen. Und das ist das Ding, weil ich meine, ich bin 49, ein bisschen Lebensweisheit habe ich schon mittlerweile mitbekommen. Ja? Arschlöcher gibt es in jeder Hautfarbe. Da gibt es weiße, braune, gelbe, es gibt schwule Arschlöcher, es gibt hetero Arschlöcher, es gibt christliche Arschlöcher, es gibt muslimische, jüdische, buddhistische Arschlöcher, auch atheistische Arschlöcher. Aber wisst ihr was? Es gibt gute Menschen mit weißer Hautfarbe, mit schwarzer Hautfarbe, mit brauner Hautfarbe. Es gibt gute Menschen, die Muslimen sind oder Christen sind oder Atheisten sind. Es gibt wunderbare Schwule, es gibt wunderbare Heteros. Und wir stehen alle zusammen.
Komm, Mann, ich bin in London geboren. Ich wohne in Köln. Das sind zwei multikulturelle Städte. Für mich ist eigentlich so ein bisschen selbstverständlich. Es kommen auch Leute vom ländlichen Raum. Ne? Also meine Mutter, die war erst 15, als ich den schwarzen Mann gesehen habe. Ne? Da, wo die herkommt, war so die Begrüßung dafür. Oh. Ja, ja das, die, aber die sind nicht rassistisch. Die müssen ein bisschen mitgenommen werden. Aber gleichzeitig, die verstehen, also auch, gehst du hier richtig auf dem Plattenland, die Leute verstehen was. Und das ist die Frage, willst du nach unten treten oder willst du nach oben treten? Was wollt ihr? Wollt ihr nach unten treten? Oder wollt ihr nach oben treten? Open! Oh. Und das kriegen die Gilets Jaunes hin, die Gelbwesten in Frankreich. Die sind auf die Straße gegangen. Die haben dieses wunderbare Symbol gefunden, diese Warnweste. Die sagt, hier ist ein Mensch. Siehst du mich nicht? Und jahrelang hat die Politik diese Menschen einfach nicht gesehen. Und dann gehen die, da kam dann diese Dieselsteuer, ne? Sollte kommen in Frankreich. Und dann kommen die ganzen Liberalen und sagen, oh, nee, 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 siehst du, die sind anti-Öko. Aber was ist passiert? Macron kommt, er macht eine Dieselsteuer. Aber wo geht dieses Geld hin? Geht nur in den allgemeinen Topf. Für alle Steuerausgaben. Gleichzeitig, was hat Macron gemacht mit dem Vermögenssteuer? Abgeschafft. Ja, es ist nur eine Umverteilung. Die Reichen werden weiter entlastet. Und wer soll das bezahlen? Ja, der arme Opa auf dem Land mit einem Dieselwagen. Warum hat er einen Dieselwagen? Weil er kann nicht arbeiten gehen ohne Dieselwagen. Er kann nicht einkaufen gehen ohne einen Wagen, weil die ganzen kleinen lokalen Geschäfte sind alle dicht gemacht worden. Gibt es Busverkehr? Von wegen. Höchstens dreimal am Tag kommt ein Bus vorbei. Da kannst du so nicht vernünftig leben. Und wir geben den Schuld, die Dieselfahrer. Ja, das ist ungerecht. Also wir sind hier in Niedersachsen, ich habe mir sagen lassen, da werden hier ein paar Autos gebaut. Ja? Ein gewisses Konzern hat absichtlich betrogen. Absichtlich betrogen. Die haben erzählt, das wäre eine saubere Technik, das war keine saubere Technik. Die wüssten das. Die haben gelogen. Und plötzlich bezahlt die Zeche. Der arme Opa, der hätte sich nur einen Dieselwagen leisten können, weil das war billiger. Ja? Und jetzt ist dieser Wagen 3.000, 4.000, 5.000 Euro weniger wert. Er fühlt sich verarscht. Und wisst ihr was? Er hat recht. Und dabei, was ist passiert in den Staaten? Da müsste VW Milliarden zahlen. Wie viel muss man hier bezahlen? Nichts. Und warum? Die Lobbyisten sind unterwegs. Die Lobbyisten sind unterwegs. Und die schicken Merkel nach Brüssel. Die gehen mit ihr rein und raus. Merkel hat sie eingeladen zu ihrem Geburtstag in Berlin. Meine Güte, Angela. Feiert doch mal einen Geburtstag. Also einfach mal für sich privat. Also wenn die dich so verkaufen lässt, auch zu deinem Geburtstag. Es ist wirklich, wirklich nur traurig. Und das ist das Problem. Und der allerreichste Mann der Welt, ja, von diesen 26, der ist momentan, die haben so Liga-Tabellen, ne? Der allerreichste ist Jeff Bezos. Ja, das ist der Chef von... Polizei, Korruption, kurva, ja, ja, Vorsicht. Ja. Also, Korruption, wo wir eigentlich drüber sprechen gerade. Ne? Weil Jeff, warum ist es so, dass die Reichen immer reicher werden und alle anderen nicht oder ärmer werden? Tatsächlich, diese 26 Milliardäre, in den letzten einem Jahr, sind sie um 12% reicher geworden. Wo haben sie das Geld her? Naja, komischerweise, in der gleichen Zeit, die unterste 50%, die sind um 11% ärmer geworden. Wer kann da überhaupt einen Zusammenhang erkennen? Ich glaube, wir alle. Ja, weil die, wenn du reich bist, je reicher du bist, desto mehr Einfluss hast du auf die Politik. Und Jeff Bezos zum Beispiel von Amazon, der hat, also Trillionaire auf, also der hat einmal eine Million mal eine Million mehr als Dollar. Also das ist, ich meine, der muss auch einfach essen gehen und kacken und so. Ich meine, so viel bequemer kann sein dein Leben nicht sein, ob du nur eine halbe Billionär, ich glaube auf Deutsch Billionär. Es ist irgendwie sehr verwirrend. Aber der hat 1.000 Dollar, ja? Das ist unglaublich und wird jährlich immer reicher.
hat Jeff Bezos dieses Geld sich selbst erarbeitet. Also, geh mal zu Weihnachten raus, guck die ganzen Paketzusteller, ja, die seiner Pakete raustragen. Frag die mal, was sie für eine Stundenlohn bekommen. Die sind meistens selbstständig. Das ist eine Schande. Die tragen eine Uniform und die werden als selbstständig bezahlt. Und man hat uns gesagt, nee, jetzt die Welt ist heute so. Das war eine Lüge. Diese Welt wurde so gemacht von der Politik. Und genauso war es auch in Deutschland, zum Beispiel unter Rot-Grün, das hätte eigentlich unsere Hoffnung sein können. Unter Rot-Grün wurde natürlich die Agenda 2010 eingeführt, massive Kürzungen für die Ärmsten, für diejenigen, die wirklich das Geld gebrauchen können, wo 100 Euro mehr einen Riesenunterschied macht zu deiner Lebensqualität. Und was haben sie gleichzeitig gemacht? Spitzensteuersätze massiv gekürzt, die Steuerstufe alle runtergebracht, damit die Reichsten immer weniger zahlen. Und Vermögensteuer gibt es Truppen drauf, auch nicht mehr. Und das ist das Problem. Und dagegen müssen wir aufstehen. Die aufstehen. Immer wieder kommt die Merkel und sagt, das ist alternativlos. Nein, Angela, das war nicht alternativlos. Und der Macron, der versucht genau solche Agenda 2010 Reformen in Frankreich durchzudrücken, dass die soziale Sicherung immer schlechter werden soll für die Ärmsten, während die Vermögensteuer abgeschafft worden ist. Das müssen wir verhindern. Und wie machen wir das? Also erstmal, indem wir alle zusammenstehen. Ja? Ich habe diese Weste bekommen bei der Beerdigung von Susi Neumann. Susi war Gewerkschafterin und die war Reinigungsfrau in Gelsenkirchen. Die kam mal ein paar Mal ins Fernsehen, weil die hat Sigi Gabriel, damals Chef der SPD, ich glaube auch irgendwie auch hier vor Ort, ne, hat ihm gesagt, warum koaliert ihr mit den Schwatten? Und die war wunderbar, weil meine Güte, ein SPD-Funktionär trifft sich mit einer Reinigungsfrau, als ob er es noch nie gemacht hätte in seinem Leben. Und das ist leider die Krise der Sozialdemokratie. Die wissen nicht mehr, wie es ist, sich mit einem normalen Mensch einfach zu treffen. Susi. Aufstehen! 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 Aber Susi hat ihre Reinigungskräfte in Gelsenkirchen organisiert als Gewerkschafterin. Ja, die redet von immer ihre Mädels. Und die war natürlich vielfältig, weil in Gelsenkirchen, wenn du sagst, nur die Deutschen, also nur die Ethno-Deutsch-Kartoffel-Reinigung, da kommst du gar nicht mehr weiter. Wir müssen alle zusammenstehen. Also ich bin, also normalerweise würde ich sofort aus Solidarität mit Frankreich eine gelbe Weste anziehen. Aber heute, das habe ich bekommen bei der Beerdigung von Susi, die sagte, Trauermarsch, will ich nichts davon hören, wenn ihr mich dann zur Begräbnisstätte bringen. Ich will, dass das auch eine Demo war. Ich war sehr berührt, diese Weste hier zu bekommen dabei. Und daher sind wir vielfältig hier in verschiedenen Farben. Ich sehe auch grüne und sogar pinke Westen. Und das ist ein wunderbares Zeichen, dass wir alle zusammenstehen, egal wo wir herkommen. Aber das reicht jetzt nicht mehr, weil wir merken, die ganze Welt sieht, das geht nicht mehr. Na, in den Staaten, Jeff Bezos, Billionär, der wollte sich ein riesen, noch ein zweites Hauptquartier für Amazon in New York City bauen. Ja? Und er sagte, dafür, dass ich komme so großzügig und baue das, wo ihr alle für sehr wenig Geld arbeiten können, auch und übrigens die Mieten drumherum werden natürlich massiv steigen, dafür, ich will einen Wettbewerb machen, wer gibt mir am meisten Geld? Und er ging zu den verschiedenen Großstädten und hat gesagt, gibst du mir, wie viel gibst du mir? Und dann, New York sollte 3 Milliarden Dollar zahlen für das Recht, die New Yorker da ausbeuten zu lassen in seinem Hauptquartier. Und wisst ihr, was passiert ist jetzt? Haben gesagt, leg mich am Arsch. Das haben sie abgelehnt. Also das sieht dafür, für das Privileg, für Jeff Bezos zu arbeiten, um den viel zu reichen Mann noch reicher zu machen.
Um dieses Privileg sollten sie noch Geld bezahlen. Das haben sie jetzt dankend abgelehnt. Und ich finde, wir müssen ein bisschen mutiger werden, weil wir können auch in Deutschland dankend ablehnen. Das Vermögen, das Kapital, wir kriegen es nicht, wenn wir auf die Knie gehen und sagen, oh bitte, würdet ihr bitte hier vielleicht bau was auf. Wir müssen eine Vermögenssteuer einführen. Wir müssen endlich mal vernünftige Steuersätze einführen. Wir müssen endlich mal für Steuergerechtigkeit sorgen, dass die Großkonzerne richtig zahlen. Das ist eine Kernforderung. Auch von den Gelbwesten, die sagen, die Kleinen zahlen Kleine, die Großen zahlen Groß. Wenn ihr 2000 Euro verdienst, wie viel kriegst du abgezogen? Krankenkasse, Sozialversicherung, Rentenversicherung. Ja, okay, ist alles richtig. Und dann, von was du übrig hast, das zahlst du noch 19% Umsatzsteuer drauf. Ja, und wenn ein reicher Mann sich einen riesen Villa kauft, nicht mal ein Deut dagegen. Das ist das Problem. Die Großen zahlen klein und die Kleinen zahlen groß. Und das muss aufhören. Und deswegen stehen wir alle zusammen auf. Okay, ich habe viel zu lange geredet. Ich war ein bisschen überrascht, hier eingeladen zu werden. Weil ehrlich gesagt, Aufstehen ist und soll eine Basisbewegung sein. Also ich würde es sehr begrüßen, wenn jemand ein paar Wörter hat und dann einfach was sagen will. Ja, wir bleiben immer kameradschaftlich, also ne, keine Hetze oder so ein Scheiß. Weil wir sind hier solidarisch. Also vielleicht, mach ich gleich, ja, aber vielleicht sollen wir auch, weil wir haben es mit den Gilets Jaunes, vielleicht sollen wir in Solidarität rufen, das heißt Solidarität, ne? Kann man vielleicht ahnen, für die Gilets Jaunes. Also, ich sage Gilets Jaunes, ihr sagt Solidarität, ich sage Gilets Jaunes, ihr sagt Solidarität, ich sage Gilets Jaunes, Solidarität, ich sage Gilets Jaunes, Solidarität. Und dann, wir können vielleicht auch machen, ne, sie sind Macron Demission, ne? Das heißt Macron weg. Ich könnte sagen, vielleicht in Deutschland, Merkel, Merkel, Merkel! Weg! Na, ich sag Merkel, ihr sagt? Weg! Merkel, Merkel, Merkel! Weg! Merkel, Merkel, Merkel! Weg! Merkel! Weg! Merkel! Weg! Merkel, Merkel, Merkel! Weg! Es gibt eine Alternative, ihr seid dafür den lebenden Beweis. Am 2.3. rufen die Gilets Jaunes in Frankreich zum Tag der internationalen Solidarität auf. Also geht raus, organisiert euch, egal wo ihr seid, auch im kleinsten Dorf, und geht raus, erzähl mal, was es ist. Ich hoffe, wir können ein bisschen Material verbreiten. Erzähl mal, was es ist, weil die Leute haben die Schnauze voll und wir können die Gesellschaft verändern. Also Dankeschön. Aufstehen, aufstehen, aufstehen! Aufstehen, 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 aufstehen! Ja, Kollege! Aufstehen. Sag das Datum nochmal! Am 2. März, Samstag, ich finde, wir sollen es immer machen um 5.12 Uhr, weil es ist echt 5.12 Uhr, da kann man sich gut merken. 2.3. geht raus in jedes Dorf, in jede Stadt. Guck mal, wo ihr die Leute finden könnt. Weil ehrlich gesagt, du gehst raus und redest mit jedem. Egal, wie sie politisch drauf sind, die sagen alle, ja, stimmt. So geht's nicht weiter. So geht's nicht weiter. Mindestlohn rauf, Mindestrente rauf, Würde für alle. Und die Reichen sollen endlich mal ihre Steuer zahlen. Und jetzt, Kollege. Ja, vielen Dank. Es geht um die Rüstungspolitik. Russland gibt pro Jahr 66 Milliarden Euro aus für Rüstung. Amerika gibt 10-mal so viel für Rüstung aus wie Russland. Und wenn wir jetzt hier in der Bundesrepublik Deutschland auf 80 Milliarden kommen, dann haben wir als kleines Land genauso viel oder fast noch mehr Rüstungskosten als ganz Russland. Und wenn Amerika und die NATO sich zusammenrechnen, dann haben sie immer noch 3-mal mehr Rüstungskosten als Russland und China. Also da müsste man jetzt Frau von der Leyen mal an die Wand nageln in der Diskussion und das mal begründen, wieso wir jetzt auf noch 2% kommen müssen, angeblich, weil wir Nachholbedarf an Rüstung haben. Das ganze System ist also unehrlich. Dann sollte Sarah Wagenknecht das bei der nächsten Talkshow mal genau vorrechnen und Frau Merkel und von der Leyen zur Rede stellen, was das alles noch soll. Danke. Ich wusste nicht, dass ich moderieren sollte. Okay, also es geht darum, ja?
des Neoliberalismus, die letzten 30 Jahre, die haben nicht nur Geld von unten nach oben geleitet, die haben Macht von unten nach oben geleitet. Ja? Die haben es weggenommen. Na, früher hatten wir Arbeiterparteien, wir hatten Arbeitergewerkschaften. Man findet sie schwer heute noch. Ja? Also bitte, es ist an euch. Wer möchte was sagen? Komm, so, da waren ein paar Leute, die haben richtig gut so angestimmt hier mit Aufstehen. Auch ein bisschen Kampfwollen oder so. Komm hier, komm mal. Ja, los, komm. Ich fände es auch sehr gut, wenn wir auch ein paar Frauen hier haben. Weil ehrlich gesagt, Frauen leiden am meisten unter Austerität. So, hier, geht's mal. Ja, Steve, schönen Dank, dass du mir das Wort hier gibst. Wir kommen hier mit einer Abordnung auf Braunschweig, weil wir bereit sind und willens sind, aufzustehen. Und jetzt möchte ich euch mal hören, aufstehen! Wir wollen aufstehen. Wir wissen ganz genau, dass in diesem Land eigentlich, egal in welchen Hauptmann reinsticht, es ist Scheiße drinne. Um das mal so klar und deutlich zu sagen. Irgendwie ist das hier schwierig mit dem Mikro. Ja, ich möchte vielleicht euch ein bisschen oder daran erinnern, wie das hier in Deutschland mit der Armut aussieht. 16,8% der Menschen in Deutschland leben mittlerweile in Armut. Ist das in Ordnung? Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Ist das in Ordnung? Nein. Und deshalb stehen wir auf. Aufstehen, aufstehen. Macht mit, Leute. Macht mit. Steht auf. Holt die Leute ringsherum ran. Sagt ihnen, was hier in dieser Republik los ist. Es geht so nicht weiter. Ich habe gestern oder vorgestern einen Bericht gesehen im Fernsehen. Save for Children oder Save Children in... Die machen, achten weltweit auf Kinder. Jedes fünfte Kind weltweit lebt unter Kriegsbedingungen in ärmsten Verhältnissen, Leute. Und die Reichen und den Reichen der Reichsten gehören 1% genauso viel wie denen, die am unteren Ende leben. Das kann doch alles nicht mehr in Ordnung sein. Und deshalb stehen wir hier und wollen aufstehen. Und ich hoffe, ihr macht mit. Ihr macht am besten jedes Wochenende mit. Und vor allem zu den angesagten Terminen. Wir müssen zu jeder Zeit und in jeder Situation in der Lage sein, schlagkräftig aufstehen zu können. Und dafür müssen wir uns organisieren. Schließt euch dieser Bewegung an und seid dabei. Und ich sage nochmal, aufstehen! Und jetzt möchte ich euch noch richtig hören. Aufstehen! 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 Danke, super. Dankeschön. Ja, die nächste Aktion vielleicht noch ganz kurz. Die nächste Aktion, wir kommen aus Braunschweig. In Braunschweig starten wir nächste Woche durch. Am 23. von 11 bis 14 Uhr haben wir eine Kundgebung angesagt auf dem Kohlmarkt in Braunschweig. Wer aus der Nähe ist, bitte seid dabei, zieht eure Westen an, unterstützt uns beim Aufstehen. Dankeschön. Sehr schön, ja. Ja, vielen Dank, dass ich reden darf hier. Mein Name ist Andreas Godau. Also ich bewege mich seit April letzten Jahres in der Obdachlosigkeit. Ich bin nicht für meine soziale Situation verantwortlich. Ich brauche einfach Wohnraum. Den habe ich nicht. Und wenn Sie gerade eben gesagt haben, aufstehen, dann ist natürlich die Frage, was heißt aufstehen für Sie? Also die Frage stelle ich mir. Aufstehen geht nur unter Verlust in jedem Fall. Damit muss man rechnen. Ne? Dieses System, wie es existiert, ist so generell nicht haltbar. Auf gar keinen Fall. Und die Proteste werden zunehmen. Ja, vielen Dank. Thanks for your support. Ne? Die Proteste werden in jedem Fall zunehmen. Es müssen viel, viel mehr Menschen auf die Straße gehen. In jedem Fall, um das zu beenden. Der Reichtum ist prinzipiell verteilbar. Ja? Wird er aber nicht. Ne? Nur, Sie müssen sich darüber im Klaren sein. Ja? Sie rütteln an Grundfesten. Ja? Und das sind echte Mächte, die da im Weg stehen sozusagen. Ne? Ja, sind es auch. Ne? Und sie, jeder für sich selber, ich auch, muss sich überlegen, auf welche Art und Weise und bis zu welcher Grenze vor allen Dingen er sich einsetzen wird, dass endlich Gerechtigkeit Einzug erhält. Bei meiner letzten Gerichtsverhandlung, ich bin gleich fertig, bei meiner letzten Gerichtsverhandlung hier am Amtsgericht Hannover, habe ich dem Richter gesagt,
die eigentliche Strafe, ich war wegen Schwarzfahrens verurteilt, ne, bedingt durch Obdachlosigkeit und so weiter. Ich habe nach einer Perspektive gesucht und bla bla bla. So, und ich habe ihm aber gesagt, die eigentliche Strafe beginnt nach der Haftentlassung. Da geht das Haifischbecken auf und da musst du zusehen, wie du klarkommst. Ja? Für mich bedeutet das, ne, Kippen von der Straße aufheben, Pfandflaschen sammeln oder Menschen anbetteln. Ja? Ich habe 2 abgeschlossene Berufsausbildungen. Ja? Und das ist zu viel. Wenn Ihnen das zu viel ist, dann bitte ich um Entschuldigung. Ne? Also. Ja, alles gut, ich habe. Vielen Dank, ja. Nein, ich bin auch fertig und. Wenn ihr euch einsetzt, ne, für soziale Gerechtigkeit, dann tut es mit Leib und Seele. Aber ihr müsst euch dessen bewusst sein. Es geschieht nur unter persönlichen Verlusten auch. Ja. Ich bin vielen Dank für euer Gehör. Dankeschön. Also wenn ich höre über Armut in diesem Land, dann hat mich diese Woche eins ganz besonders wütend gemacht, dass wir da eine Ministerin haben, die sich Verteidigungsministerin nennt und die sagt, ja, wir müssten ja vielleicht auch mal wieder Atomwaffen haben. Ich meine, es ist 2011, hat unser tolles Parlament tatsächlich mal einen guten Beschluss gefasst, dass wir nämlich keine Atomwaffen mehr in unserem Land haben. Und keine der kommenden Regierungen fühlt sich verantwortlich, das auch mal durchzusetzen. Und jetzt meint sie, wir brauchen mehr davon. Ich meine, abgesehen davon, dass das Zeug tödlich ist und die Frau ist in Hannover aufgewachsen, Hannover ist Partnerstadt von Hiroshima, da sollte man wissen, wovon man redet. Abgesehen davon, dass das Zeug scheiß teuer, gefährlich ist, ist es auch scheiß teuer. Und die wollen auch die Rüstungskosten verdoppeln. Was haben wir denn davon? Ich sage, meine Sicherheit ist die Frage, wie die Schulen für meine Enkel sind, ob meine großen Enkelinnen einen anständigen Ausbildungsplatz haben, wie meine Rente aussieht. Das ist meine Sicherheit und nicht mehr Waffen und mehr Raketen und so weiter. Das macht mich nicht sicher, sondern macht mich unsicher. Und da will ich was gegen tun und ich freue mich, dass ich hier viele Plakate sehe, die genau dasselbe sagen. Und lasst uns das zusammen machen. Und insofern, darf ich, ein kleiner Werbeblock, lade ich euch schon mal ein, am 20. April, das ist der Tag vor Ostern, da machen wir in Hannover mal wieder einen Ostermarsch, wo es genau um diese Themen geht, nämlich gegen Rüstung und für Frieden in diesem Land und in der ganzen Welt natürlich, nicht nur hier. Dankeschön. So, ich sage jetzt dran, wer möchte? Auch nur sehr kurz. Erzähl mal einfach, warum stehst du auf? Dich persönlich. Ja, bitteschön. Moin, ich bin der Kai, 52, 4 Kinder, 5 Enkel. Ich bin allerdings kein Sozialfall, Entschuldigung. Aber die Frage ist ja, wie ist der Bezos so reich geworden? Wer kauft bei Amazon? Finger hoch. Wer fährt ein VW? Wir müssen uns schon ein bisschen auch an die eigene Nase fassen. Meine Töchter kriegen jetzt zum Beispiel auch keinen Wohnraum. Ich habe ja gesagt, ganz schlecht geht es mir nicht. Jetzt habe ich denen eine Wohnung gekauft, die ich allerdings auch finanzieren muss, bla bla bla. Aber ich kriege von allen zu hören, bist du bescheuert? Welches Risiko? Was ist, wenn die ausziehen und diese? Ja und? Wir müssen ein bisschen Risiko eingehen. Wir müssen überlegen, wo wir kaufen. Wir müssen überlegen, wann wir mit dem Auto fahren. All diese Dinge. Aufstehen! Ja. Aufstehen! Ja, haut rein. Ich habe gedacht, vielleicht kann man den Slogan sogar noch erweitern. Und zwar um Aufstehen, Aufstehen, aufeinander zugehen. Das hängt damit zusammen, ich singe mit in einem obdachlosen Chor. Da ist zwar keiner von obdachlos. Ich war es mal eine kurze Zeit, beziehungsweise ich habe in so einem Wohnheim gewohnt. War voll scheiße, aber jetzt habe ich mich einigermaßen wieder gut erholt. Und kann wieder mitmachen. Ich setze mich seit ungefähr 20 Jahren ein für die Interessen von Arbeitslosen und auch, dass denen geholfen wird, nicht nur mit Geld, sondern auch mit Feeling. Und ich finde, das ist mit das Wichtigste, oder es ist sehr wichtig, dass wir auch ein gewisses Feeling rüberbringen. Ja, wenn jetzt irgendwelche Politiker sagen, wir setzen uns für Arbeitslose ein und so weiter und so fort,
dass sie schick angezogen sind, das stört mich noch nicht, aber man merkt irgendwie, wenn, ich hätte da einen Fall, ich sage den Namen aber nicht, man merkt irgendwie so von 5-6 Metern, wenn die Dreck sehen, dann hyperventilieren die und sowas. Ne? Also wenn ich bin auch nicht jeden Tag mit Arbeitslosen zusammen, da wo ich singe, da ist so eine Tageswohnung, ja, also mir gefällt das da nicht, ja, aber ich lasse den Leuten das nicht merken. Ne? Ich singe da mit, den einen Tag mache ich das und ich habe da keine Berührungsängste und ich finde, so sollte das sein. Und dann haben wir so eine, dann ist eben so eine Kampagne, die ist auch irgendwo per Video zu sehen. Ne? Das ist so ein Lied, das heißt Aufstehen, Aufstehen, aufeinander zugehen. Da bin ich jetzt drauf gekommen und jetzt versuche ich mal, ob ihr so nett seid, das mitmacht. Ne? Also aufstehen, aufstehen, aufeinander zugehen. Aufstehen, aufstehen, aufeinander zugehen. Super. Dann finde ich auch sehr wichtig, dass wir auch aufstehen. Wenn ich aufstehen, das ist eine körperliche Bewegung. Zum Diskutieren von Ideologien brauche ich nicht aufstehen, da kann ich schön sitzen bleiben. Ich will das nicht total diffamieren. Es ist wichtig, dass man sich über seine Ziele im Klaren ist. Aber in der jetzigen Situation, da ist auf alle Fälle wichtig, eben, dass wir nicht erst wieder lange Debatten führen, lange Papiere machen, beziehungsweise das kann ein Teil, aber der Hauptteil, der muss eben aufstehen, aufstehen, aufeinander zugehen, aufstehen, aufstehen, aufeinander zugehen. Ey, Mensch, das ist ja wie Weihnachten. Als Beispiel wäre, wir in Osnabrück haben eine Initiative, die setze ich ein für, wie heißt das, bezahlbaren Wohnraum. Aber eben, dass die Stadt Osnabrück wieder eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft gründet, ist eine knappe Mehrheit dagegen. Wir haben dann Unterschriften gesammelt und haben jetzt die Zahl erreicht. Es ist höchstwahrscheinlich am 26. Mai, falls der Stadtrat sich nicht noch besinnt, vorher zu sagen, jawohl, wir machen jetzt doch eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft, ist dann die Wahl. Ne? Und ich finde, Leute von Aufstehen sollten auch da zum Beispiel mit anpacken. Es gibt einige Themen, da braucht man nicht mehr lange diskutieren, da macht man einfach mit. Und jetzt geht mir langsam die Luft aus und zum Abschied nochmal. Aufstehen, aufstehen, aufeinander zugehen. Aufstehen, aufstehen, aufeinander zugehen. Danke. Danke, Bernhard. Wolltest du vielleicht noch einer? Also ich würde sagen, also was die Liebe betrifft, die Liebe ist die Basis unserer Politik. Wir brauchen die Würde. Es steht im Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich wohne in Köln. Ich gehe aus der Haustür morgens, da schlafen Menschen auf der Straße. Bei Minustemperaturen. Ich wohne in Köln. Ich gehe aus der Haustür morgens mit dem Hund. Da sammeln Rentner Bierflaschen für 8 Cent. Ja, da hast du Hundeflaschen zusammen. Das dauert echt lange. Es ist dreckige Arbeit. Die fischen sie aus dem Mülleimer. Manche sind richtig professionell ausgerüstet. Die haben so kleine, so einen Haken und die Taschenlampe, um an die B-Flaschen zu kommen. Und nach 100 Flaschen, na, und das ist richtig schwer für einen alten Mensch, nach 100 Flaschen hast du nicht mal eine Stunde Mindestlohn. Das ist eine Schande. Ja? Man hat mich kürzlich gefragt, ja, warum bist du immer so aufgebracht? Warum hast du so viel? Ich höre auf, wenn ich nicht mehr aus der Haustür in der Innenstadt in Köln gehe und nicht mehr Menschen sehe, die auf der Straße schlafen und die Flaschen sammeln müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und deswegen aufeinander zugehen, absolut. Wir brauchen die Liebe, wir müssen die Menschen sehen. Also vielen Dank für den Mensch, der jetzt obdachlos ist. Vielen Dank, weil wir sehen die nicht. Es ist als Selbstverständlichkeit geworden. Ach, da ist einfach so ein Bettler auf der Straße. Ich gehe einfach so vorbei. Und das ist das Gift in unserer Gesellschaft, dass wir nicht mehr Menschen sehen. Und auf diese Menschen müssen wir zugehen. Nur auf manche Menschen vielleicht nicht. In Berlin haben die Kampagne begonnen für die Enteignung von den großen Wohnungsgesellschaften, die die Mieten immer weiter hochtreiben.
Weil es ist leider nicht möglich, wenn du kommst mit Mietpreisbremse, lieber Vermieter, bitte sei nett. Es funktioniert einfach nicht. Wo du die Kommunalwohnungsbau einfach dicht gemacht hast und es werden einfach nicht genug Wohnungen gebaut und dann werden die Mieten immer weiter nach oben. Eine Enteignung ist von mir aus ist keine offizielle Politik von Aufstehen, aber wenn die Leute auf die Straße gehen und da ist man nicht mehr aufeinander zugeben, weil es gibt Geldinteresse und die Logik dabei ist, die müssen immer reicher werden. So, das ist eine Krankheit. Wenn du 10 Millionen hast, wirst du glücklicher, wenn du 20 Millionen hast. Nein, aber dieses Geld, was du von deinen Mietern nimmst, ja, wo die dann nicht mehr Weihnachtsgeschenke mehr für ihre Kinder kaufen können, macht das ihnen, sie unglücklicher? Ja, und das ist das Problem. Wir nehmen Geld, wir nehmen Würde, wir nehmen das Glück von Menschen weg und schenken es Menschen, die nichts damit machen können. Also, jetzt Hausaufgabe. Ne? Rede mit Menschen, weil diese Wut ist da. Ne? Und es ist nicht nur, es sind so viele Fragen. Ich war gestern, ich ging in Köln vorbei, ich habe meine Tochter gebracht zu Fridays for Future. Das ist so, nee, gegen Kohle. Ne? Die ist 11. Und die sollen eigentlich demonstrieren an einem Pass, die Kohlekommission hat getagt bei uns im Bezirksregierung. Ja, und die haben da getagt und die haben den Kindern gesagt, nee, das ist Privatgelände, ihr müsst so 500 Meter da weiter. Ne? Und man hat mir immer gesagt, in Deutschland muss man eine Bahnsteigkarte kaufen, bevor man die Revolution beginnt. Ich frage euch was. Keiner hat es den Kindern erzählt, ne? Die haben 15 Minuten lang ausgeharrt auf diesem Platz, weg von der Kohlekommission. Und dann waren sie einfach spontan rübermarschiert. Ein paar von den Wachsen, nee, das dürfte nicht. Und die Polizei, aber das dürfte nicht. Die sitzen auf der Treppe von der Bezirksregierung und haben ein Sitting gemacht. Und die Polizei hat gesagt, ihr geht jetzt weg. Und die haben gesagt, nein! Ihr geht jetzt weg? Nein! Ihr geht jetzt weg? Nein! Und das ist, dieses Spirit müssen wir haben. Geht ihr jetzt weg? Nein! Wir sind auf die Straße, wir bleiben auf die Straße, weil wir sind hier für die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen sollte unantastbar und die wird täglich angetastet in Deutschland. Und wir sehen gerade so viel von dieser Wut, von dieser Verzweiflung, die wird dann genommen von Leuten, die nur damit mehr Hass erzeugen wollen. Ne? Also man sieht so diese richtig rechte Leute, die sagen, die Muslime wären irgendwie an allen schuld. Also ich frage mal, ne? 2015 hatten wir diese Flüchtlingskrise, so viele Menschen. Also was vor 2015? Nur eine Frage. War es das Paradies in Deutschland? Nein, ging es genauso schlecht. Okay, die Dinge verschlechtern sich, aber es ist nicht nur wegen der Flüchtlinge schlechter geworden sind. Das Problem ist nicht die Flüchtlinge. Das Problem ist eine Lüge. Die haben uns erzählt, es gibt kein Geld. In Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt, es gibt kein Geld für dein Obdach. Es gibt kein Geld für die Renten. Es gibt kein Geld für die Schulen. Es gibt kein Geld für die Millionen von Kindern, die in Armut aufwachsen. Es gibt kein Geld für die Millionen von Menschen, die sich ernähren müssen von Tafeln. In Deutschland, im reichsten, einem der reichsten Länder der Welt. Und das ist die Schande. Und diese Lüge haben sie überall verbreitet. Ach, die Kassen sind leer. Das stimmt nicht. Und dann, da kommen ein paar Flüchtlinge. Und dann sagen ein paar Leute, ja, das mir erzählt, da gibt es kein Geld. Und die haben recht. Aber das Problem ist nicht die Flüchtlinge. Das Problem ist diese Lüge. Und diese Lüge müssen wir bekämpfen. So, da war die Anregung, wir sollen vielleicht ein bisschen Demo-Marsch machen, aber da geht nicht. Demo-Marsch zu organisieren ist jetzt ein bisschen kompliziert. Nee, aber... ich wollte mal, es sind ja auch Leute von außerhalb gekommen, Oldenburg, Braunschweig, Hildesheim, etc., etc. Bremen, genau. Ich würde mal jedem von einer Region mal bitten, nach vorne zu kommen. Und vielleicht wollt ihr auch noch mal was sagen. Das finde ich super schön, weil es ist heute ja auch so ein Vernetzungstreffen für uns alle, dass wir uns hier kennenlernen und die Bewegung nach vorne bringen. Bitte. Ja, hallo meine Freunde, liebe Aufstehen oder alle, die die Schnauze voll haben, begrüße ich ganz herzlich hier in Hannover. Ich komme aus Bremen. Viele Leute von
von Bremen sind heute in Hamburg gefahren zur Solidaritätsdemo für Venezuela, weil Venezuela schien deren Leute wichtiger zu sein wie Aufstehen oder wie die Gelbwesten. Ich finde das auch sehr gut, aber ich habe mich entschlossen, erst mal unten anzufangen, damit wir mehr werden. Und es sieht schon ganz toll aus, finde ich. Und ich werde es auf jeden Fall in die Welt tragen, dass wir mehr werden. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr gekommen seid. Dankeschön. Hallo, sonst traue ich mich nämlich nie, wenn ich es nicht jetzt mache. Also, meine erste Rede auf so einer Demo. Mein Name ist Birgit Schlie, ich komme aus Schesel, das ist der Landkreis Rothenburg und wir haben dort eine kleine, aber feine Kreisgruppe mittlerweile aufgebaut. Wir treffen uns regelmäßig und ich möchte hier einmal ganz schnell sagen, warum ich aufgestanden bin und warum wir aufgestanden sind. Und da schließe ich mal einmal an bei Steve, der von Würde gesprochen hat, der von wenig Geld gesprochen hat. Heiner Geißler, wenig verdächtigt, im Rahmen der linken Politik zu Hause zu sein. Heiner Geißler hat gesagt, es gibt Geld genug, es gibt Geld wie Dreck, es haben nur die Falschen. Und deswegen stehe ich auf. Es kann einfach nicht sein, dass manche Leute nicht wissen, wie sie ihre Millionen irgendwie retten oder Milliarden, wir reden über Milliarden, und andere wissen nicht, wie sie am Monatsende die Stromrechnung bezahlen sollen. Das hat mit Würde nichts zu tun, das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun und deswegen stehe ich auf. Außerdem steht im Grundgesetz Eigentum verpflichtet. Und was machen unsere Eigentümer? Die verpissen sich auf irgendwelche eigenartigen Inseln, da kann ich noch nicht mal den Namen aussprechen, deswegen erspare ich mir das hier. Und das kann einfach nicht sein. Und dann ist nämlich das Geld weg. Und es ist immer Geld da, wenn es darum geht, sich irgendwo auf der Welt in irgendein Land einzumischen, so wie jetzt in Venezuela. Da wird erzählt, dass da die Menschen hungern. Aber es wird nicht erzählt, dass seit vielen, vielen Jahren Sanktionen gegen Venezuela ausgesprochen sind, weil sie einfach die sozialistische Regierung dort den Leuten im Weg ist, bei ihren Kapitalinteressen noch mehr Öl zu schöpfen, noch mehr die Leute auszubeuten. Das wird uns nämlich nicht erzählt. Gerade ist zum Beispiel, müsste man auch mal wissen, in Spanien ein Flugzeug aufgehalten worden mit Medikamenten für Venezuela. Und es ist nicht weiter geflogen nach Caracas, wo die venezolanische Regierung Medikamente gekauft hat. Man hat es einfach nicht weiterfliegen lassen und stellt sich dann hin und sagt, die Regierung, die sorgt nicht anständig für seine Leute. Kann doch nicht sein. Das ist Lug und das ist Betrug und da führt man uns in das Licht. Deswegen stehe ich auf. Dankeschön. Man erzählt uns, dass Russland eine Bedrohung ist. Ich glaube, ich kotze im Strahl. Also ich sage es jetzt mal so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Guck hier immer nur mal hin, welche Richtung das gehen soll. Ja, die NATO. Russland steht vor unserer Tür. Aber wie ist denn das passiert? Noch 1989 war Russland tausende Kilometer von uns entfernt von den NATO-Grenzen. Aber wenn man natürlich Polen, Ungarn, Bulgarien und so weiter alles mit in die NATO reinschleppt, dann steht man natürlich plötzlich, nämlich vor Russlands Haustür. Und dass die das gar nicht lustig finden, das kann ich total verstehen. Und dass Versteher heutzutage ein negatives Wort ist, das kann doch auch nicht sein. Deswegen stehe ich auf. Und dann gibt es natürlich noch Natur- und Umweltschutz. Wisst ihr, ich bin mittlerweile Großmutter und ich möchte, dass meine Kinder und meine Enkelkinder nicht irgendwelchen Scheiß fressen, weil sie sich was Besseres nicht leisten können. Es kann doch nicht sein, dass wir über Dieselfahrverbote diskutieren und schütten tonnenweise Glyphosat auf unsere Felder. Das Zeug ist in unserer Nahrung, das vergiftet uns. Brauchen wir uns nichts vormachen. Und deswegen stehe ich auf. Und das wäre es auch gewesen. Erstmal moin. Ich bin Malte, komme aus Hildesheim und ich habe mal so eine Frage, ich fand das eben super mit den Handzeichen. Wer von euch glaubt, dass wir in einer Demokratie leben? Ruhig Hände hoch. Das ist einer, zwei, drei, vier. Oh, finde ich super. Ich kann euch anhand eines Beispiels beweisen, dass das nicht der Fall ist. Wer von euch kennt Wolfgang Schäuble? Ja, da gehen die Hände hoch, da gehen die Hände hoch, super. Genau, da kommt nicht gerade das richtige Argument. Wusstet ihr, dass unser Bundestagspräsident sich nicht mehr daran erinnern kann, wo 1999 100.000 D-Mark abgeblieben sind? So. Er hat
Er hat 100.000 D-Mark gekriegt von der Rüstungsindustrie und kann sich nicht mehr daran erinnern, wo es abgeblieben ist. Also haben wir die Wahl. Entweder wir haben meiner Meinung nach einen hochkorrupten Bundestagspräsidenten oder ebenfalls meiner Meinung nach einen hochsenilen Bundestagspräsidenten. So, und jetzt frage ich euch in einer Demokratie, wer von euch würde so einen Bundestagspräsidenten zulassen, der bestimmen darf, wie lange wer reden darf? Ja, es sind irgendwie erschreckend wenig Stimmen. Noam Chomsky sagte mal, er wurde mal gefragt, ja, was zum Teufel können wir tun? Ich weiß nicht, wer von euch Noam Chomsky kennt. Das ist ein großer Verfechter für Sozialrechte. Noam Chomsky wurde mal gefragt, was zum Teufel können wir gegen diese Ungerechtigkeit tun? Seine Antwort war kurz, präzise und genauso zutreffend wie damals wie heute. Er sagte, im Prinzip können wir machen, was wir wollen. So, was genau hält uns davon ab zu sagen, nein, stopp, wir müssen diesen Wahnsinn stoppen. Es geht nicht so weiter. Wir müssen wirklich Demokratie machen. Weil, sagen wir mal ehrlich, wir leben in keiner Demokratie, wir leben in einer Plutokratie. Das heißt in einer Herrschaft des Geldes. So, je reicher ein Mensch ist, desto mehr Einfluss nimmt er auf die Politik. So, und was sagt die Politik? Ja, der hat recht, machen wir Gesetze für den, gibst du mir nochmal ein paar Millionen Euro, ne, das ist super für meine eigene Tasche. So, und das sind dann die Leute, die unsere Gesetze machen dürfen. Seit 16 Jahren ist Merkel an der Macht. Am Ende ihrer Periode ist sie 16 Jahre lang an der Macht. Davor 7 Jahre lang Schröder. Das heißt, weder die SPD, wir haben es gemerkt, weder die SPD noch die CDU wird etwas daran ändern. Und wer glaubt, dass die AfD etwas ändern wird, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Oh. Und wer sich mal die Grünen angeguckt hat, ja, Grün, ja, Friedenspartei, wer ist denn damals mit in den Krieg marschiert? Wer hat denn damals gesagt, jo, da gehen wir voll mit rein? Ja, da höre ich schon, dein Yoshi, ne, Fischka war eine gute Idee, oh geil, gehen wir mal in den Krieg, ist eine geile Idee. Aber hey, wir beschweren uns die ganze Zeit darüber, ja, wir müssen gegen Russland aufrüsten. Ja, ich sag's mal so, wer den Mainstream-Medien glaubt, der glaubt auch, dass Russland verdammt nah an die NATO rangerückt ist, oder? Nur mal so zur Erinnerung, die USA sind momentan recht aktiv dabei, so ziemlich jedes Land, was ihnen nicht passt, erstmal einzukesseln. Aber hey, die USA sind doch die Guten, oder? Komm! Na, da kriege ich doch meine Meinungsrücklage. Danke, das war's auch erstmal von mir. Ja, ich bin Edgar Schuh aus Göttingen und ganz zu Anfang, damit ich es nicht vergesse, wir haben den Gründungsaufruf von Aufstehen, von der Sammlungsbewegung Aufstehen, den gab es bisher nicht so im Internet zum Download und so weiter, den haben wir jetzt einfach mal. Den findet man auch auf der niedersächsischen Aufstehen-Seite zum Ausdrucken und wir haben ein paar hundert davon heute hier auch da, also nehmt auf jeden Fall davon welche mit. Und ich wollte gerade noch mal was zu sagen zu den Grünen und der SPD. Die Leute wundern sich, warum sind eigentlich in Deutschland alle so resigniert und unpolitisch und denken, man kann nichts ändern. Ausgerechnet Rot-Grün, auf denen die Hoffnung lag, haben soziale Zerstörung angerichtet und haben Krieg geführt. Was hätten sie denn noch Schlimmeres irgendwie machen können? Was hätte ihnen da noch so einfallen können, außer noch die Reichen reicher zu machen? Und dann gab es eine Bewegung in Deutschland gegen Hartz IV. Und dann wurde einfach gesagt in den Medien, Hartz IV ist nur ein Vermittlungsproblem, das wurde noch nicht richtig verstanden und die Proteste werden auch schon weniger. So versiegte es dann im Sande. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir heute hier mit gelben Westen sind. Denn in Frankreich, da lassen sie sich nicht irgendwie durch die Medien irritieren. Da bleiben sie einfach dran. Da wird behauptet, oh, da sind ja Rechte dabei. Hat nicht gefruchtet. Die Gewerkschaften haben sogar mitgezogen und haben gesagt, hier geht es um die richtige Sache, hier geht es darum, worüber auch Steve vorhin gesprochen hat. Zum Beispiel, die Reichen groß soll groß zahlen und klein soll klein zahlen, was Steuern angeht. Und dann ist auch für alle genug da. Und wie geht es jetzt weiter in Frankreich? Nicht Medienhetze ist die letzte Antwort. Militärische Gewalt ist die Antwort. Da wird die Polizei eher zu einer Art Militär
gegen die Leute eingesetzt. Da werden Tränengasgranaten eingesetzt und einer hat seine Hand nur schützend vor sein Gesicht gehalten. Habt ihr alle davon gehört? Er hat seine Hand schützend vor sein Gesicht gehalten, wo so ein Offensivkörper auf ihn zugeflogen kam. Die Hand hat es abgesprengt. Er hat seine Hand dabei verloren. Ein junger Mann. So gehen die Leute weiter vor, wenn die ganzen Medienlügen nicht fruchten. Und es geht weiter mit den Medienlügen, weil behauptet wird, die Menschen auf der Straße, die da protestieren, wären gewalttätig. Nein, die Polizei ist gewalttätig. Und was hat Macron gemacht? Er hat, dieser Präsident mit seiner lächerlichen Bewegung En Marche, Bewegung haben die das genannt, ja, dass mal was Neues da ist. Er hat gleich, nachdem er die Macht hatte, hat er die Vermögenssteuer abgeschafft. Und wogegen jetzt die Leute auf die Straße gegangen sind, ist ungefähr die gleiche Lüge, die hier in Deutschland produziert wird. Nämlich, er hat unter dem Deckmantel der Ökologie die Steuern für die Massen angehoben. Auf Benzin und Diesel. Für die Leute, die mit jedem Euro rechnen müssen, auch bei ihrem Arbeitsleben. So werden wir vorgeführt. In Frankreich und in Deutschland. Politik für die Reichen unter einem ökologischen Deckmantel. Ökologie geht aber anders. Ökologie heißt, die Reichen müssen Steuern zahlen und wir haben die Freiheit, mit öffentlichen Personennahverkehr günstig von A zu B zu kommen. Und nicht, dass das immer teurer wird und man es sich kaum noch leisten kann. Ja, ich könnte dazu noch mehr sagen. Es ist heute schon vieles gesagt worden. Ich finde es ganz wichtig, dass wir heute hier auch mit gelben Westen sind, denn unser Kampf ist international. Danke. Ja, wo kommst du her? Ja, hier aus Wunsdorf. Ja, moin. Ich bin Michael, ich komme hier aus der Ecke aus Wunsdorf. Ich will mich kurz halten. Wir hatten vorhin schon jemanden hier, der obdachlos war oder aktuell auch obdachlos ist. Da möchte ich kurz darauf hinweisen, Luftlinie 200 Meter von hier ist vor, glaube ich, 3 oder 4 Wochen jemand erfroren nachts, weil er keinen Platz mehr gefunden hat. Und 1 Kilometer von hier vor der Marktkirche ist auch ein Obdachloser erfroren, weil er auch keine Unterkunft mehr gefunden hat. Und da ist die Frage, warum finden die keine Unterkunft? Das hat in der Regel 2 Gründe. Entweder sind die voll oder die sind so versifft, dass da kein Mensch der Welt mehr schlafen will. Das ist also sozusagen Lokalpolitik at its best. Und die Stadt Hannover hat nichts Besseres zu tun, als sich als Kulturhauptstadt 20, keine Ahnung, zu bewerben. Also da ist die Frage, die Prioritätensetzungen sind schon kommunal oft wirklich falsch, sodass hier Leute erfrieren auf offener Straße. Und keinen Menschen juckt, also es ist fürchterlich eigentlich. Und da ist natürlich die Frage, was können wir da so machen? Naja, man kann vielleicht mal Bezirkspolitiker ansprechen, was sie da eigentlich fabrizieren oder ob sie das überhaupt wissen. Viele wissen davon auch gar nicht. Also das ist vielleicht eine Möglichkeit. Und es geht ja hier jetzt öfter um die Frage, warum aufstehen. Also ich bin eigentlich ich war eher unpolitischer Mensch, würde ich sagen. Es war mir alles ziemlich wurscht. Aber seitdem Nachwuchs da ist, habe ich gemerkt, mit einem ganz normalen Gehalt, und zwar mit einem Vollzeitgehalt, und ein bisschen Kindergeld kommt man selbst in Hannover in einer 3-Zimmer-Wohnung nicht mehr über die Runden. Und da habe ich mir gedacht, da kann irgendwas nicht richtig sein. Und da ist natürlich die Frage, Lohnzurückhaltung klingt für die Arbeitgeber gut. Da habe ich also am eigenen Leib gemerkt, was das für die Bevölkerung eigentlich heißt, Lohnzurückhaltung. Das heißt nämlich, dass zum Mitte des Monats ein dickes Minus auf dem Konto ist und man sich nicht mal mehr eine Kinokarte leisten kann. Fürchterlich. Und was ich in dem Zuge noch sagen will, Familienpolitik spielt ja da auch mal eine Rolle. Und was wirklich eine Frechheit ist, ist, dass den Leuten als emanzipatorischer Supergewinn verkauft wird, dass jetzt beide Elternteile andauernd arbeiten müssen. Die Kinder hocken bis 5 Uhr in irgendwelchen Krippen. Man kann abends noch eine Stunde mal was mit einem quengeligen Kleinkind anfangen, weil für ein 3-jähriges Kind ein 9-Stunden-Tag in der Kinderkrippe ist scheiße anstrengend mit 20 anderen Kindern. Und das ist wirklich ein Hohn, den Leuten das als Emanzipation zu verkaufen und zu sagen, toll, ihr Frauen, das dürft ihr auch alle Vollzeit arbeiten, freut euch doch. Das ist die größte Scheiße, die sich jeweils irgendwer ausgedacht hat. Das wollte ich nur mal sagen. Aufstehen, genau. Hallo, ich bin Nina Vreen, ich komme aus Elsfleth, das ist im Landkreis Wesermarsch und ich bin heute hier mit den mit unserer Aufstehen Oldenburg und Region sind wir hier angereist. Und ja, es wurde schon ganz viel gesagt und ich glaube, wir alle wissen auch, was hier los ist und was hier passiert in diesem Land. Und ich weiß das auch schon sehr, sehr lange und ich finde das halt toll, dass wir aufstehen. Und so wie Steve schon sagt, wir müssen aufstehen und nicht immer alles so auseinanderdröseln und
ja, wie soll ich das sagen, und viele Themen und jeder hat so seine Themen, aber ist auch egal, einfach aufstehen. Wenn mich einer fragt, was ist aufstehen, warum machst du das, dann sage ich aufstehen, ich sage, such dir irgendwas aus, wofür du aufstehen willst und dann komm mit und mach einfach mit. Also wir können auch ein bisschen, okay, entschuldige, also aufstehen ist halt für mich, jeder hat einen Grund aufzustehen und ich finde, jeder sollte auch aufstehen. Und ich versuche dann da die Leute mitzureißen und die sagen dann ja auch, das bringt sowieso nichts, warum soll ich mich da hinstellen? Und das finde ich schade und ich wünsche mir, heute wären mehr Leute hier und ich wünsche mir irgendwie, mehr Leute würden sich irgendwie dafür interessieren. Aber ich habe das Gefühl, denen geht das irgendwie noch zu gut und das macht mich dann, manchmal macht es mich wütend und dann macht es mich traurig und ich mache aber trotzdem weiter. Also ich hoffe, dass das noch mehr hier erreicht irgendwie. Dankeschön. Okay. Wir sind jetzt wieder ab. Ja, danke. Du bist auch noch. Hallo. Ich bin schon ein etwas älteres Semester, knapp 82 Jahre alt und der Aufstehimpuls, der ist bei mir sehr alt. Der steckt mir sozusagen schon jahrzehntelang in den Knochen. Ich habe mal vor vielen Jahren gelesen, dass der amerikanische Industrielle Henry Ford gesagt hat, wenn die Leute, die Bevölkerung, unser Wirtschaftssystem verstehen würden, dann hätten wir schon morgen die Revolution. Also ich kann sehr gut verstehen, dass also so Leute wie Henry Ford nichts mehr fürchten, als dass so etwas eintritt. Und ich bin nun, weiß Gott, niemand, der sich freuen würde auf gewalttätige, bürgerkriegsähnliche Verhältnisse. Ich denke auch, die müssten gar nicht unbedingt mit Veränderungen, wie wir sie wünschen, zwangsläufig einhergehen. Das kann auch, wenn das wirklich zu einer Massenbewegung wird, dann kann das auch sehr friedlich ablaufen sozusagen. Es gibt Beispiele dafür. Und ich habe gedacht, der Henry Ford, der hat also seine Schularbeiten gemacht, also was seine Interessen anbetrifft. Er hat sehr genau verstanden, worauf sein Einfluss, seine Macht und sein Reichtum beruhen. Wir haben das noch lange nicht gut genug verstanden. Wir sind weit entfernt davon, unsere Schularbeiten in dieser Richtung in unserem eigenen Interesse gemacht zu haben. Und deswegen möchte ich einfach versuchen, mal zu sensibilisieren gegen bestimmte sehr gängige Begriffe in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel den Begriff Rendite. Wir leben in einem System, was auf Rendite basiert, sozusagen. Und das ist der Kitt, der immer noch sehr viele, viel zu viele aneinander bindet, politisch Rendite zu machen. Also etwas abzugreifen von diesem Gewinn, der gemacht wird durch Anlagen, durch Kapitalanlagen. Wir müssen irgendwie besser verstehen, was sich da eigentlich abspielt. Ich habe heute bei den Slogans, dort sehe ich Löhne rauf, oder von einem Flyer, da ging es um die anstehende Erhöhung des Rüstungsetats. Wir müssen verstehen, inwiefern das etwas zu tun hat mit dem Renditesystem. Wir haben weltweit gesehen einen riesen Berg zur Anlage drängendes Kapital. Und deswegen wird versucht, immer wieder Wege zu finden, um dieses Kapital renditeträchtig anzulegen. Und die Rüstungsindustrie ist natürlich, die bietet sich geradezu an, weil wir bezahlen die Rendite, die dort erwirtschaftet wird. Uns wird die sozusagen, wir werden abgezockt mit jedem Rüstungsgut, was produziert wird und was uns sozusagen dann auch noch verkauft wird. Der Dieter Hildebrand, der Kabarettist, hat mal gesagt, wir müssen die Milch, die wir geben, auch noch selber saufen sozusagen. Das war's. Ich wünsche viel Erfolg beim Vorankommen unserer Aufstehenbewegung. Hallo. Servus, Entschuldigung bitte. Ja, ich bin in 2 Sekunden fertig. Na, eins steht fest, ne? Was immer für Sie als jede einzelne Person der Begriff Aufstehen bedeutet, Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Sie federn lassen werden. Ja?
Werden sie auch. Und dann ist die Frage der Mut. Es gehört Mut zum Aufstehen dazu. Das ist auch so. Danke dir. Ich habe das Gefühl, es sind noch nicht alle Regionen, die sich getraut haben, nach vorne zu kommen. Oder habe ich die Braunschweiger schon gehört oder habe ich das überhört? Ja, okay. Dann habe ich das übersehen. Bitte schön. Auch wir Autisten, auch Rollifahrer können aufstehen. Wir müssen uns das nicht bieten lassen. Auch wir Blinde, Taube, Stumme, steht auf. Aufstehen, yes. Möchtest du was sagen? Also jetzt kommt ein kurzer Beitrag. Ich will euch auch begrüßen im Namen von der Gruppe Aufstehen Wendland Uelzen. Ich bin der Steffen Beck. Und was mir ganz wichtig ist und echt am Herzen liegt, das ist eigentlich, dass wir sowohl in der Gesellschaft als auch in der Bewegung wirklich solidarisch werden. Es lernen, miteinander umzugehen, auch in dieser Gesellschaft, gegen diese Entsozialisierung anzugehen und wirklich zu versuchen, das hinzukriegen. Ich glaube auch, dass das einer der wichtigsten Gründe ist, warum wir jetzt noch nicht ganz so viele sind hier, weil eben in der Gesellschaft auch bestimmte Dinge erst gelernt werden müssen. Ja, und das vielleicht ganz kurz. Es gibt noch ganz viele andere Themen, sind eigentlich viel zu viel. Ich möchte nicht auf alle eingehen, weil auch viele schon genannt wurden. Ich bedanke mich. Ist sonst jemand? Das ist eure Chance. So lange hat man den Menschen die Stimme geraubt. Also bitte, wir haben jetzt keine Politik. Na, wer reden will, darf. Okay, dann komm, bitteschön. Wie heißt du? Heinz. Ja, schönen guten Tag. Ich habe heute hier gehört von einem Obdachlosen, der gesprochen hat. Und hier wurde auch gesagt, Eigentum verpflichtet. Ja, wir haben doch hier so viele Millionäre und reiche Leute, die überflüssigen Wohnraum haben. Es gibt Menschen, die haben eine Villa mit 10 Räumen. Warum wird denn da nicht 6, 7 Räume für Obdachlose abgezweigt? Sowas ist technisch möglich. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir hier ja Millionen von Ostflüchtlingen. Die sind auch alle irgendwie untergekommen. Technisch ist das gar kein Problem. Wir haben bei den Ordnungsämtern die Grundbücher und da kann man ziemlich leicht feststellen, wo überflüssiger Wohnraum vorhanden ist. Und da geht man einfach nach dem Prinzip der Bequartierung vor, wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Danke, Heiz. Mein Name ist Gero Hoffmann. Ich komme auch aus der Gruppe Wendland-Uelzen. Ich bin jetzt hier nicht unbedingt vorbereitet auf einen Redebeitrag, weil uns schlicht und ergreifend die Informationen gefehlt hatten, dass das hier so aufgezogen wird. Aber nichtsdestotrotz, mein Kollege hat ja hier schon gesprochen, aber ich würde ganz gerne noch auf ein anderes Thema die Aufmerksamkeit lenken. Wir stehen ja nicht nur in einem aktuellen Auseinandersetzung, wo Menschen entrechtet werden, wo Menschen in Armut leben, wo wir Hartz IV haben, was zu bekämpfen und zu überwinden ist, sondern wir sollten auch ein bisschen unsere Gedanken auf die Zukunft richten. Und die Zukunft hat im Prinzip schon begonnen. Wir reden über die zweite industrielle Revolution, die Digitalisierung, die auch Bereiche, die heute vielleicht sich noch in wunderbaren Positionen fühlen, wo gut bezahlt wird und wo dort die entsprechenden Änderungen und Veränderungen stattfinden werden. Und insofern würde ich ein bisschen an das anknüpfen. Vorhin hat ein Kollege gesagt, es würde ja so sein, dass man Mut braucht, weil jeder Kampf auch federn lassen muss. So habe ich ihn jedenfalls verstanden. Aber eben, wir sollten aber auch sehen, dass es sehr viel Gründe für Optimismus gibt. Denn so gefährlich die Digitalisierung für viele Jobs sein kann, wir reden da über einige Millionen, also es gibt vorsichtige Schätzungen, dass da vielleicht 16 Millionen Arbeitsplätze auch in Deutschland verloren gehen können. Natürlich wird es auch wieder neue geben, das ist keine Frage, aber die werden nicht in diesem Verhältnis stehen.
Aber man muss ganz klar sehen, das ist wie, erinnert euch die einen oder anderen, die sich mal mit Marx beschäftigt haben, es ist ja die Entwicklung der Produktivkräfte, auf die es ankommt. Und das bedeutet, man muss in einer Gesellschaft nicht nur die Geknechteten sehen, sondern man muss auch die sehen, die die Zukunft in Händen tragen. Für Karl Marx war das das Proletariat gewesen, weil es entsprechend die neuen Produktivkräfte repräsentierte und immer mehr Bildung bekommen hat, um auch einen Aufstand, um eine Revolution durchzuführen. Wenn wir das für heute sehen, ist dieser Bereich sehr viel größer. Das heißt, unterhaltet euch mal auch mit gut situierten Leuten. Ihr werdet feststellen, wenn ihr über Privatisierung der Bahn oder der Krankenhäuser oder sonst was redet, die haben auch den Hals hier bis oben gestrichen voll und möchten im Prinzip auch Veränderung. Allerdings werden sie nicht unbedingt in das linke Lager oder so etwas gehen. Und insofern ist es auch sehr wichtig, dass wir eine Bewegung haben, die sich an sich parteipolitisch neutral gebiert und die dann tatsächlich an den Punkten ansetzt, wo Veränderung da ist. Ich gebe euch nur ein Beispiel, da bin ich selber persönlich engagiert. Ich setze mich mit meiner Firma dafür ein, dass es mehr Landärzte auf dem Land gibt. Bei einem solchen Thema brauche ich nicht darüber diskutieren, ob ich den Grünen angehöre, der SPD oder den Linken oder sonst was bin, sondern einen Arzt braucht jeder. Und gegen eine privatisierte Krankenhauskette hat jeder was, wenn er sieht, wie es mir vor kurzem auch gerade mitgeteilt worden ist von einem Kollegen von uns, dass es ein Übergewicht an Operationen an bestimmten Orten gibt. Einfach deswegen, da wird eben jeder als herzkrank untersucht und dann muss er dann durch diese Schleusen durch. Und insofern ist es auch sehr wichtig, dass wir Ärzte haben, dass wir auch Ärzte gewinnen. Das ist eine Notwendigkeit, weil die wissen ganz genau, wo auch der Zug hier lang geht. Das heißt, wo Profitinteressen im Spiel sind, da werden die Menschen einfach auch völlig fehlbehandelt. So, jetzt bin ich mal fertig mit den ganzen Ausführungen, aber ich halte es für wichtig, wir brauchen eine Vision auch nach vorne. Es reicht nicht, wenn wir hier nur einen, sagen wir mal, umfassenden gewerkschaftlichen Kampf führen, sondern wir brauchen politische Forderungen, wir brauchen eine Vision und wir müssen viel mehr Leute mitnehmen als nur die Arbeiter oder nur die Angestellten, sondern da müssen Unternehmer her, die haben genügend Schwierigkeiten, braucht dann nur mich fragen, die werden auch gedrängelt und gezwiebelt. Also von daher, dann wisst ihr jetzt auch, warum ich bei Aufstehen bin. Dankeschön. Das ist gut, weil wenn wir sagen, gegen das Reichtum, wir reden nicht von jemandem, der vielleicht einen kleinen Laden hat oder vielleicht sogar zwei oder drei kleine Läden hat. Weil die haben es verdammt schwer, weil Amazon unterwegs ist. Und geh in die kleinen Städte und guck mal, wie viele Laden zugemacht haben. Die sind immer mehr dicht. Wir reden nicht von dem obersten 10% oder nicht mal den obersten 1%. Wir reden von dem obersten 1%, von dem 1%, von dem 1%. Diese paar Leute, die immer mehr Milliarden wollen oder brauchen und wofür. Es gibt Kinder, die keine Weihnachtsgeschenke brauchen. Dafür! Es gibt Leute, die zum Absinthe-Tafel. Dafür brauchen wir Geld und nicht um Milliardäre noch weiter reicher zu werden. Das Einzige, was wir uns nicht leisten können, sind die Milliardäre. Und es kommt jetzt eine junge Frau in Amerika, die wurde gewählt gegen absoluten Widerstand der Demokraten. Die heißt Alexandria Ocasio-Cortez. Und die bringt es wunderbar auf den Punkt. Die sagte, jeder Milliardär ist ein Versagen der Politik. Es stimmt. Ich kann nur sagen, unsere Politik hat versagt. Es reicht nicht, wenn du sagst, liberal, ja, die dürfen machen, was die wollen. Wenn die, die sowieso zu viel haben, täglich reicher werden, werden Kinder nicht genug haben, wenn die zur Schule gehen ohne Frühstück und auch nichts im Butterbrotbox, weil die Eltern das sich nicht leisten können. Also deswegen stehen wir auf. Nur wir müssen eins bedenken, ja. Wenn du schon ein bisschen in der Politik unterwegs warst, da hast du so ein paar Leute, die du kennst und dann kannst du denen so Flyer verteilen oder so. Das reicht nicht. Weil wir müssen rausgehen und mit anderen Leuten sprechen. Es reicht nicht, dass wir nur in einer kleinen Filterblase von unseren eigenen Leuten das verbreiten. Meine Schwiegermutter, die kommt aus Ostwestfalen. Das ist eine Gegend, wo es nur, wirklich nur immer nur eine Partei gegeben hat. Ja? Die CDU.
Aber die, wenn du mit ihr sprichst, die ist radikaler als ich. Na, also bei weitem. Die sagt, das geht nicht mehr zu. Und wir müssen uns dran gewöhnen, mit Leuten zu sprechen, die andere Meinung haben. Ja? Und wir müssen uns auch zum Beispiel dran gewöhnen, eine gelbe Weste anzuziehen. Und wenn Leute sagen, nee, das sind so Nationalisten und Rassisten und so, dann also bloß nicht. Ich lasse nicht zu, dass die Gelbwesten von Nationalisten, die nur Hass predigen, gekapert wird. Ich will, dass wir eine Gelbweste für alle haben, die von unten nach oben kämpft. Also geht raus. Rede, also jeder kennt, ne? Denk dir deine Schwiegermutter, wer ist das für dich, ja? Rede nicht mit den Leuten, mit denen du schon eine Meinung bist, rede mit den anderen Menschen, die eine andere Meinung haben. Weil wenn du fragst, Frieden und Gerechtigkeit, und das war der Aufruf, der Gründungsaufruf von Aufstehen, war für Frieden und Gerechtigkeit. Und das haben wir momentan nicht. Wir haben keine soziale Gerechtigkeit. Überall erzählt man uns, es gibt kein Geld, aber die haben immer mehr Geld für Waffen und die wollen jetzt 2% für Trump noch ausgeben. Das ist absolut obszön. Aber rede, und du kannst mit Leuten von der CDU, von der FDP, du kannst Leute, die jahrelang nicht mehr wählen, reden und die sind alle einer Meinung. Wir haben eine soziale Mehrheit in Deutschland. Nur diese Mehrheit findet nicht statt in den Parteien, weil überall die Lobbyisten kommen. Sobald eine Partei in Gefahr läuft, in die Regierung zu kommen, dann kommen die ganzen Lobbyisten durch die Hintertür und nehmen ihren Einfluss auf, damit die Milliardäre immer noch reicher werden. Und das muss aufhören. Also geh jetzt raus, rede mit Menschen. Also auch wenn du heute hier unterwegs bist und einer dich fragt, also eine Herausforderung, fahr nach Hause, ob im Zug oder wie immer du bist, ne, oder im Bus, fahr nach Hause mit der Gelbweste noch an. Ja, ist ein bisschen Mut, ne? Und wenn einer dich fragt, dann kannst du auch erzählen, warum. Ne? Du brauchst nicht aggressiv, einfach offen erzählen, warum du das machst. Weil wir müssen diesen Mut entwickeln, nicht nur mit unserem kleinen Kreis zu reden, sondern mit der ganzen Gesellschaft. Weil die ganze Gesellschaft steht hinter uns. Wir stehen auf für Frieden und Gerechtigkeit und es wird höchste Zeit. Also ein letztes Mal, ich sag Merkel, ihr sagt... Ich sag Merkel, ich sag Merkel, 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 Merkel. Okay, und dann machen wir einmal für die Gilets Jaunes in Frankreich. Ich muss das umdrehen, weil sonst die sehen euch nicht. Also ich sage, ich will, guck mal, ob das, ich weiß nicht. Ich sage Gilets Jaunes, ihr sagt Solidarität. Gilets Jaunes. Solidarität. Gilets Jaunes. Gilets Jaunes. Gilets Jaunes. Aufstehen, 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 aufstehen. Dankeschön! Kann ich auch noch was sagen? Achso. Okay. Du müsstest was sagen. Hallo, wie heißt du? Mein Name ist Ranald Bicher, ich komme aus Oldenburg, bin heute aber in Hannover. Ich kenne einige Leute aus Oldenburg. Und wenn ich mich so umschaue, ich möchte jetzt nicht inhaltlich zu den Forderungen was sagen, sondern wenn ich mich so umschaue, dann fällt mir auf, dass eigentlich viel zu wenig junge Leute dabei sind. Und mein Vorschlag war in Oldenburg auch mal, lass uns doch mal an die Uni gehen und da uns treffen oder da eine Veranstaltung durchziehen. Wir müssen mehr werden und wir müssen auch kreativer werden noch. Also ich finde, wenn ich zurückdenke damals an die Pershing-Stationierung oder an die AKW-Bewegung, ich bin ja nur schon ein bisschen älter, entstanden da Musik- und Theatergruppen. Und das hat immer was gebracht. Menschen konnte man wunderbar ansprechen in der Stadt, als wenn nur geredet wird. Immer nur laber, laber, laber. Also ich finde, wir sollten da versuchen, Menschen zu finden, ja, Theatergruppen, die mit auf die Straße gehen oder Straßentheater machen auch. Und überhaupt noch, mir ist heute vorhin aufgefallen, ich wollte für mein Auto einen Aufkleber aufstellen. Gibt es anscheinend nicht. Gibt es nicht. Oder wo, wenn man ins Geschäft geht, dann klebt man ihn irgendwo hin. Also auch, hast du einen? Ja, ein auffälliger, nicht so ein kleinen. So ein bisschen auffälliger. Das ist auch wieder nicht auch besonders kreativ. Das ist nicht besonders kreativ. Wir müssen uns da mehr ausdenken, damit wir auch mehr werden. Danke. Also in der Beziehung, ich kann nur sagen, warte nicht, mach doch selber. Ich möchte direkt da anknüpfen. Und zwar,
Meine Frage, aufstehen kann man nur, wenn man aufgewacht ist, oder? Ja. So, wenn du morgens aufgewacht bist, kannst du auch nur aufstehen. So, und das wäre der erste Schritt. Leute, ist richtig, redet mit den Leuten, aber setzt euch vorher mit den Themen auseinander. Setzt euch mit Mausfeld auseinander, setzt euch mit Chomsky auseinander. Ihr könnt euch einfach auch beim ZDF, bestes Beispiel, die Anstalt. Wer kennt die Anstalt? Setzt euch mit der, ja, richtig, super. Setzt euch mit der Anstalt auseinander. Guckt euch solche Serien an. Und dann geht auf die Leute zu und redet mit ihnen. Klärt sie dann auf. Und ich garantiere euch, bei den meisten Menschen werdet ihr damit auf Verständnis stoßen. Auf die meisten Menschen werdet ihr auf Verständnis stoßen, wenn ihr sagt, ja, pass auf, die Politik macht das und das. Aber ihr müsst erst mal euch aufklären, ihr müsst erst mal aufwachen und dann andere aufklären. Und je mehr wir aufgeklärt sind, desto mehr gelbe Westen werden das nächste Mal hier stehen. Und wenn es nur eine mehr ist oder zwei mehr, das dritte Mal ist dann 100 mehr. Und so können wir das aufbauen. Informiert euch und informiert andere. Das macht am meisten Sinn. Danke. Ich danke dir. Ah, okay. Ich habe schon Achso, möchtest du was sagen gerne? Darf ich kurz vorher nochmal ganz kurz? Ich hab die Idee gehabt, es sind ja auch alle viele von außerhalb gekommen. Ich würde gerne so in einer Viertelstunde, dass wir gemeinsam Richtung Pavillon Forum gehen. Da kann man sich treffen, sich zusammensetzen, da was trinken und auch. Hallo! Also nochmal, weil es eben so wirklich war. Ich würde gerne in einer Viertelstunde losgehen, zum Richtung Pavillon, ins Forum, und alle, die außerhalb kommen, sind herzlich eingeladen, dass wir da zusammen noch was trinken und uns austauschen. Das ist sozusagen die kleine, die kleine Wanderung nach der offiziellen Veranstaltung. Vielen Dank, ja. Hallo, guten Tag. Ich bin der Daniel und komme aus Osnabrück und ich wollte noch was zum Welthunger sagen. Und zwar, es kann nicht sein, dass die Spekulation um Lebensmittel weitergeht und dass Großkonzerne in Ländern die Rohstoffe plündern. Und ich finde auch, es heuchlerisch, wenn zum Beispiel im ZDF eine große Spendengala läuft und dazu aufgerufen wird, dass die einfachen Leute spenden und aber trotzdem die Politiker weiter Geschäfte machen mit den Großkonzernen, Lobbyisten und der Waffenindustrie. Und dagegen müssen wir aufstehen. Aufstehen! 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 Hallo, ich bin der Lars, komme aus Hannover, ich bin gebürtiger Hannoveraner und ich finde es echt krass, heute diese Veranstaltung mitmachen zu dürfen. Ich habe durch eine Freundin von dieser Veranstaltung mitbekommen und auch meine Freundin Kaya. Ja, und ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich mit euch diese Veranstaltung hier zu bestärken und die Leute in Hannover besonders zu bestärken, weshalb ich jetzt auch ans Mikrofon getreten bin. Ich wollte einfach zeigen, Hannover interessiert dieses Thema auch. Ich bin sehr überrascht, dass aus verschiedenen Städten, aus Oldenburg, Uelzen habe ich gehört, und auch Hamburg, anderen Städten hier, die Leute angereist sind, um sich hier zu sammeln, mit diesen gelben Westen zusammenzustehen. Und wir können stolz darauf sein, denke ich, weil wir sind die, die schon aufgestanden sind, ja? Und das ist die Krasse. Ja, wir sind heute aufgestanden, wir können stolz sein, dass wir hier zusammenstehen zu diesem Thema. Ja, viele Themen hier, zum Beispiel Löhne, die für uns passend sein müssen, Mieten, die passend sein müssen, damit einfach die Gleichberechtigung in diesem Land wieder einkehrt, ja. Und deswegen, das wollte ich einfach mal sagen. Hannover steht, denke ich, auch dahinter. Es gibt viele in Hannover, die davon betroffen sind und auch in anderen Städten. Geil, dass ihr hier seid und ihr könnt stolz drauf sein. Ich bin stolz drauf, dass ihr hier seid und freue mich, dass ihr hier seid. Danke. Dafür einen kräftigen Applaus.
Wir sind aus dem Harz nach Hannover gekommen, um zu zeigen, dass wir mutig genug sind, für unsere Sachen einzustehen. Wir brauchen mehr Solidarität in Hannover, in Niedersachsen, in Deutschland und Europa. Ich weiß nicht, warum ich immer das Mikro. Ich glaube, ich erkläre damit die Veranstaltung für beendet. Und da war der Vorschlag, dass wir alle mal so drüben gehen, ins Pavillon oder so. Da kenne ich mich hier in Hannover nicht aus. Aber erstmal Dankeschön, dass ihr da wart. Ja. Erklär mal. Genau, also Steve, vielen Dank und auch alle anderen, dass ihr hergekommen seid.